Herzlich willkommen in der Kochwerkstatt. Heute gibt es ein schönes Fischgericht, ein Pommerlachs im eigenen Sud gegart mit Rettichnudeln, Radieschen und Radieschenrettichsprossen. Hier sehen Sie die Zutaten. Einmal natürlich den Lachs, ein Mittelstück, wunderschön. Dazu den Pommery-Senf. Es ist ein körniger Senf, der auch nicht so scharf ist. Dazu unseren Fischfond. Etwas Butter natürlich dazu. Dann feingeschnittene Radieschen. Etwas Sprossen. Und hier sehen wir die angedachte Nudel. Nicht eine wirkliche Nudel, sondern eine Rettichnudel, die wir einfach in Rettich so geschält haben. Also andeutungsweise. Deswegen der Begriff Nudel. Gut, hier haben wir einen Topf dafür. Und zwar wird dort der Sud einfach nur eingegeben. Anschließend machen wir die Panade, und zwar die Kruste, fertig. Wir haben Butter und Paniermehl zusammengetan, das wir ganz miteinander vermischen. Da kommt jetzt der Pommery-Senf einfach dazu. Den wir auch damit drunter geben. Und dann haben wir schon unsere Kruste fertig. Also aus Butter, Paniermehl, Senf und ein wenig Schnittlauch. Sehr schön. Dann können wir jetzt den Fisch etwas vorbereiten, indem wir dem Fisch die Kruste drüber geben. Das geht eigentlich immer ganz flott. Und diesen Fisch werden wir auch gleich in diesen Sud legen, damit er dort auch gegart wird. Herrlich! Es ist dieser Duft von Senf. Senf ist ja antiseptisch, also auch sehr gesund. So sieht das schon das Ganze gut aus. Das Ganze geben wir jetzt in den Topf hinein und lassen es langsam dämpfen. Und zwar dämpfen in dem Form, dass es nicht zerkocht, sondern leicht köcheln nennen wir das. Wir kommen auch schon gleich dann zur eigentlichen Nudel. Hier geben wir einfach etwas Butter in die Pfanne. Und dann schwitzen wir den Rettich und die Radieschen an, geben dann letztendlich auch den Sud dazu und das ist die Grundvoraussetzung eigentlich für das Gericht. Ja, der Lachs ist auf den Punkt gegart, das bedeutet, dass er innen drin glasig ist. Wir sehen das so, das ist sehr schön zu erkennen. Und zwar, wenn der Fisch oben noch nicht ganz durchgegart ist. Diesen wiederum geben wir jetzt in den Ofen, etwa bei 90 Grad. Um ihn noch mal zu ruhen zu lassen, bevor er dann angerichtet wird. Nun kommen die eigentlichen Nudeln, und zwar die Rettichnudeln der Form, die wir anbraten in der Pfanne. Dazu die Radieschen dazu. Und, es glaubt kaum einer, Schnittlauchblüte, die ich noch gerade mal im Garten gefunden habe. So, das Ganze nochmal gewürzt mit Salz und Pfeffer. Nun geben wir den restlichen Sud, den wir ja so den Lachs pochiert haben, dazu. Dann etwas Sprossen dazu. Dann etwas Dill. Ruhig schön grob, damit es auch optisch besser aussieht. Und hier habe ich trotzdem noch etwas Basilikum gefunden. Das passt alle Kruste sehr schön. Wir richten jetzt auch sehr schön diesen Rettich an.
etwas Sud dazu. Geben dann den Lachs, der ca. 5 bis 6 Minuten im Ofen noch mal ruhte, drauf zu geben. Dazu etwas Garnitur. Garnitur sieht in dem Fall aus, immer etwas Kräuter, die sehr schön sind. Und etwas Sprossen dazu. Immer noch ein bisschen rote Sprossen. Herrlich. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit zu meinem Lachs mit Pommery-Senf-Kruste und Rettich und Radieschen.